Ja, willkommen, mein Name ist Danny Wilpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Supermutanten erledigt im Schrottpalast. Geil, wa? Wir haben einen Supermutanten Kriegsführer begegnet, bekämpft und so weiter, getötet. Nicht gut, weil die sind stark. Und ich habe mich jetzt zu Somerville Place, hieß der Ort hier, glaube ich, teleportiert, um die Mission abzugeben. Gib. Gib. Hallo, red mit mir. Scheiß auf Arbeit, komm, hilf mir. Du bist noch am Leben. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast, oder du Also. bringst gute Neuigkeiten. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder Das ist immer so belästigen. blöd, als der Du mich erst bist wohl darauf genau richtig für anspricht. diesen Job, was? Danke. Hat er mich immer erst darauf anspricht, ne? Und dann muss ich warten, bis er zu Ende labert. Und dann. Kann ich den jetzt ansprechen darauf? So blöd gemacht. Weil natürlich will ich den tue ich den ansprechen, weil ich die Mission erledigt habe. Deswegen soll ich den Sand ansprechen. Das ist ein verdammter Siedler. Ja. Komm. Ich habe meine Rüstungen hier, die ich gefunden habe, eingelagert. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 4 von diesen T60 Rüstungen. Alle in anderen Lackierungen. Einmal in Vault-Tec-Lackierung, einmal in Hot Roller. Lackierung, einmal in Titan-Lackierung. Ich glaube sogar noch einmal in Bruderschaft-Lackierung, also ja. Werde ich zwar nicht alle gleichzeitig anhaben, obwohl, aber sieht schön aus in meiner Basis. Vielleicht kann ich ja meine Gefährten irgendwie so eine Rüstung geben. Ja, dann gucken wir mal, was hier noch ist. Viel Munition. Ich habe jetzt übrigens mal den Erlöser mitgenommen, eine halbwegs gute 10 mm Pistole und das Plasmagewehr dafür weggeballert. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen aufballern oder ich werde das irgendwie komplett verändern. So modsmäßig, weil irgendwie so Dauerfeuer Plasmagewehr ist irgendwie nicht so gut, finde ich. Dann ist die ganze Munition wieder locker weg. Ja, nein. Habe ich wieder, weil du mich abgelenkt hast, Müll aufgesammelt. Komm schon, lass es einfach sein. Aber kannst du mal die Fresse halten? Hier frag dich nur nach deiner Meinung, verdammt. Hey, wen gehört das? Die hätten wirklich die Gefährten so ein bisschen, weil nicht runterschrauben können, was irgendwie eigenen Willen angeht. Die gehen mir ohnehin auf die Nerven. Wenn ich in meiner Basis hier an eine verdammten Werkbank oder so gehe, dann tun sie alle auf einmal quasseln. Das sollte man echt nicht machen. Dann werde ich von all meinen Gefährten auf einmal angequasselt. Die verstehen natürlich kein Wort dann. Weil die alle durcheinander quasseln. Und dann mit den Sitzen. Warum sitzen die sich immer irgendwo hin? Ich meine, ehrlich. Weil es, wenn jetzt hier irgendwie so ein Gegner auftauchen würde, ne? Dann sitzen die sich da gemütlich auf den Stuhl hin, Mann. Wie sollst du mir folgen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein eigenes Leben haben oder einen eigenen Willen? Mal ganz machen, wenn ich dich nicht dabei habe, aber nicht, wenn ich dich dabei habe. Jetzt mal ehrlich. Was für einen Sinn erfüllt das? Dass die hier irgendwie so einen eigenen Willen haben, wenn. Aua. Schaden gemacht. Wenn die so einen eigenen Willen haben, wenn sie irgendwo in eine Basis oder so sind, das kann ich auch Jetzt hör verstehen, doch aber auf. nicht wegen so einem Wir Mist müssen hier. den ganzen Schrott durchsuchen. Das dauert ewig. Meine Güte, das ist ja irgendwie das Einzige, was mich hier in dem Spiel aufregt. Vor allem, wenn ich mal überladen bin. Ich bin ja dauernd immer überladen, weil ich meine Sachen hier viel gegenschleppe in meiner Basis und so. Nächstes Mal, wenn ich überladen bin. Blablabla. Ah. Ist ja echt nicht gut gemacht. Echt nicht. Allein, dass ich das in jedem Part irgendwie so erwähne, geht mir schon so ein bisschen auf den Nerven. Aber ehrlich. Technisches Dokument.
Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Oder geht es da noch hoch? Patronen. Wohl brauche ich gerade Schulterlumpen. Das habe ich noch nicht. Ja, neues für Strong. Für den ich auch noch meine Dingens brauche. Meine Fähigkeit, meine einzigartige. Die ich bekomme, wenn er mich liebt. Aber bei dem ist irgendwie am schwersten. Jedes Mal, wenn ich ein verdammtes Schloss oder so öffne, ist er dagegen. Ich öffne dauernd Schlösser. Ein bisschen doof ist. Noch was verschossen ist. Da, er hat schon Strong 3-4 Mal gesagt, ne, das gefällt mir nicht. Bleib's. Das. Ja, das hat mir gefallen. So, da war's ja, ne? Ja, abgeschossen, okay. Weiß nicht, woran das schon wieder liegt, aber egal. So, war ich da schon drin? Ja, ne? So, was haben wir noch? Mir ist übrigens schon wieder eine Mission fehlgeschlagen, weil ich nicht den Leuten geholfen habe hier. Von der Dingens. Ach ja, ich muss die Mission schon wieder abgeben. Oder? Gehen wir mal da ein. Mach mal mit dem Menü. Ich will bei Minuteman weiterkommen. Da muss ich halt Mission machen. Neue Siedlung. Ich muss neue Siedlungen finden. Nicht Leute töten. Monster, Ghule, Supermutanten. Dann immer wieder eine scheiß neue Mission kommt. Das nervt irgendwie. Gar nicht leid, wenn ich dauernd Quests habe in meinen Questlog. Ich will ja auch mal lehren, aber geht irgendwie nicht. Weil er die Danze, die Mission kann ich auch immer noch nicht abgeben. Ey, was stimmt doch ja nicht? Oh, ja, genau. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich weiß. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist... Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel. Siren Energy, ja, wieder was Neues. Wir wissen, wo sie sich... Keine Sorge. Das hoffe ich. Wir wussten... Okay. Ah, hier. Relativ unentdecktes Gebiet. Kein Problem. Solange ihr mich zu neuen Orten hinschickt, habe ich kein Problem mit der Mission. Aber sobald es wieder heißt, ja, immer schon wieder die gleichen Raider, die gehen uns auf den Nerven, dann ist Ende. Ach stimmt, hier ist das Schiff. Wie war ich da erst letztens? Ja. Weil wenn ich da wegstecke, geht dann einfach so aus meiner Hand und dann ziehe ich da wieder aus irgendwo raus. Von meinem Gürtel oder was weiß ich. Der Gürtel hat man nicht so, obwohl man kann eigentlich drehen. Wow. Wow. Ich habe die ganze Zeit nur gedrückt gehalten. Dann haben wir noch einen Leuchtturm, der erweckt mein Interesse. Leuchtturm. Kann ich überhaupt dahin? Das sieht schon wieder so weit aus. Ja, da könnte ich hinkommen. Ich mit Sicherheit hin. Da sind bestimmt wieder so Atomtypen, ne? Sehe da mal nirgendwo was. Okay. Hallo, was haben wir denn hier? Also, mal. Ich dachte, ich habe hier irgendwie was voll Geheimes gefunden. Ne. Weil nämlich vorhin dieses eine Addon von Fallout 3. Mit. Hallo. Mit, weiß ich nicht, wo hieß das nochmal? Point Lookout. Auch so ein Sumpfgebiet.
Der Leuchtturm habe ich ja voll. Hä? Achso. Ja, keine Sorge. Oh ne. Meine Meier läuft bitte. Ja, das ist wieder. Gratis Erfahrungspunkte. Wenn mein Big Boy dabei, also wenn nicht gleich wieder eine Königin kommt, ne? Dann nicht mit mich. So. Warum wartet doch sowas von irgendwie so Myerlock oder so, ne? Ja. Da muss ich aber lohnen da oben, ne? Tut aber nicht. Oh, da wieder Wind schief. Was geht? Da wäre schon wieder hier so ein Ort, der hätte sich bestimmt gelohnt zu erkunden. Nee, die Sachen hier nicht, weil nicht random wären. Okay. Schön direkt raus. Richtig schön ätzend. Oh, hallo. Ich scheine aber, glaube ich, nicht der Einzige zu sein, der irgendwie Probleme mit den Gefährten hat. Ich so, weiß ich nicht. Und da habe ich mir schon mal so ein Review von Fallout 4 angeguckt. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein, der so Probleme mit den Gefährten hat. Ich so darüber nachdenke. Ja, irgendwie mehr im Weg stehen sollen, anstatt zu helfen. Wie ist das angeblich? Du gehst vor, ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Ja. Oh, der Typ hält nicht die Klappe, kann das sein. Was ist denn das? Nix. Ja, sie kommen so weit von irgendwo gleich Myerlocks rausgesprungen. Ups. Sie hat doch schon. Ja, ich dachte, wir hätten ja eine Zeitschrift gefunden. Was mal ein Nickerchen machen. Okay, es ist dunkel. Ich sehe ehrlich gesagt jetzt besser. Ist da schon mal gut. Da. Wackelpuppe. Verdammt. Es sind eigentlich noch Fische, die hier rumschwimmen im Ödland. Eine ganz blöde Frage. Fische gab es irgendwie noch nie so als Nahrung oder so. Ja, und da kommen sie schon direkt. Da war schon wieder ein legendäres Viech. Was hat die Leuchtturm, ne? Wohl brauche ich nicht das Ding, ne? Galoppierst du da mit denen mit oder was? Kauf mich zu und der läuft einfach so, als würde er zu denen gehören. Oh, Myerlocks, ey, ich hasse das. Die einen
den Gefährten immer voll ignorieren. Boah, das bringt überhaupt nichts von dir, warte mal. Guck mal, hat dann 10mm Pistole. Wäre schade, als so ein verdammtes Gauss-Gewehr. Geht in meinen Kopf nicht rein. Na, habe ich Geschütze da aufgestellt bei denen? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich bei so einen Scheiß schießen würde, ne? Boah, wie viel Schuss ich abgeben kann damit? Ja, voll krank. Ja. Oh, Gauss-Gewehr macht Schaden. Und zack. Muss tot sein, ja. Seht das Ding. Seht das Ding überhaupt als Energiewaffe? Muss ja dann noch extremeren Schaden machen. Oh, hier muss ich so rein. Okay, da wird schon nichts haben. Mit was hatten die Probleme, Raider? Was hatten wir? Ja. Raiders sind es. Jemand da? Oh, legendär, ehrlich. So. Alle da oben. Spürst du das? Das weckt meine Angst. Da glaube ich so drei erwischt von denen. Ausgezeichnet. Zeig mir, was du drauf hast. Wow. Hunderüstung, Stachelmaulkorb, den habe ich noch nicht. Wir teilen das alles, nicht wahr? Nein. Willst du einen Hundemaulkorb haben? Okay. Ach, den legendären habe ich erledigt selber. Boah. Welche finde ich in letzter Zeit sehr oft hier so mit Aktionspunkte schneller heilen und so. Ja, eins, zwei. Hey. Ich glaube, der hat auf den geworfen, ja. Oh Mensch, wie viel mit 10mm Pistole noch Schaden anrichtet. Jetzt ist doch gerne die Minigun. Der geblieben. Hoff. What? Hoff. 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 Ah. Was? Er setzt halt fallen die Waffen ganz schön schnell aus den Händen, ne? Auf damit. Nein. Ob hier in Sicherheit. Nö. Boah. Springen wir zu hoch, habe ich das Gefühl. Boah, die mitten Granaten, ey. Was? Was? Wo? 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 Jemand von hinten abgeschossen.
schon. Wo ist hier jemand? Ah. Wo seid ihr? Ist doch oben überall, ne? Oh, oh Gott. Kann er mich sehen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe mich bewegt. Mit einem blöden Granaten, ey. Oh ja. Ah. Alter. Hier schon wieder aushalten, ja. Ich hab echt umgedreht. Schlag. Was? Oh. Warum kommt dieser Typ oder Typin immer mit noch nichts? Bah, ich häng da fest. Gibt's doch nicht. Oh. 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 Ich hab das schon 100 mit der Waffe. Er geht aber erst seit kurzem, kann das sein? Ging eigentlich Standard hier in Fallout, aber warum hat jetzt auf einmal so oft passiert? Hat irgendwas? Die Dinger auch immer nur random werfen, kann das sein? Hey, da aus der Wand eine Waffe geholt. Die aus der Wand eine Waffe geholt. Oh Mann. Weiß nicht. Mal sehen, ob das eine Energiewaffe ist. Es ist eine Energiewaffe, aber zählt es als Energiewaffe? Ich glaube, das zählt mehr unter schweren Waffen. Energiewaffen, irgendwie, keine Ahnung. Da müsste ich tot sein. Wurf. Oh, nee! So. War schon wieder unnötig schwer. Noch einer am Leben. Da drin, ne? Boah. So, hier hast du die Waffe rausgeholt, ne? Das ist Wagen. Genau, Sachen aus Wänden rausholen können. Auf anderen Seiten sind so Quedi, wo bist du überhaupt schon wieder? So, schon wieder umgehauen, musst du dich setzen. So. Nochmal hier. Hier ist Gebiet ab. Und ist da, da oben? So, da gar nicht hin. Oh, hat der ein Abenteurer irgendwie da reingeschossen? Ja. Deine Abenteuerkarriere ist dann vorbei, würde ich sagen. Dann haben wir alles hier geguckt, geklaut, gestohlen, genommen. Ist alles das Gleiche. Ja, wo ist der Terminal? Was ich hier gesehen habe. Cylon Energy. Wer braucht schon Terminals, wenn er meisterhafte Schlossknacken-Skills hat? Schaut euch das an. Ja, geil, was? Ah. Ne. Wo ist das Ding zickig?
Da war ich doch schon so dutzende Dinger irgendwie, die meine Schlossknacken-Wahrscheinlichkeit erhöhen. So. Cool. Cool. Du kannst aber ruhig mal bei einigen Sachen zustimmen, McCready, ne? Soll ich sein. So, jetzt komme ich wahrscheinlich hier direkt vom Boss raus oder irgendwie so, ne? Aber das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.